Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich habe fast wieder versprochen. Ich weiß gar nicht, wie oft das passiert, nicht einfach die Aufnahme neu startet deswegen. Es ist wirklich traurig, belastend. Ja, oh, ein Geist. Hilfe, ein Geist! Okay, wir wissen jetzt, was mit diesen Demigeist-Statuen anzufangen ist. Die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, vor allem in den Lehrerzimmern bei den Klassenräumen. Bei den Arbeitszimmern. Ich habe hier eine kürzere Pause zwischendrin gehabt jetzt. Eine kürzere, längere Pause. Und weiß gar nicht, was wir vorhatten. Da kriegen wir die Pulso mit 3 Besen, Unterricht. Tierwesen auch super. Flipendo, Defindo würde ich gerne nehmen. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Trollpopel, ich weiß nicht, wo wir Trolle herkriegen. Pflanze und ernte Flussgras. Und beschaffe 3 Kampfpflanzen und nutze sie gleichzeitig. Alle 3 gleichzeitig. Ja, ich glaube, wir gehen mal in die 3 Besen. Das hatte ich sowieso vor. Und gucken, was Sirona für uns zu tun hat. Das ist aber nicht das mit Schmetterlingen, ne? Ja, genau, ist was anderes. In Hogsmeade sollten ja auch Demigeist-Statuen. Da haben wir auch welche gesehen. Demigeist-Statuen, ja. Die wurden aber nicht markiert immer. Das fand ich ein bisschen. Geht's nach Hogsmeade. Dann gucken wir doch mal in die Läden, ob wir Demigeist-Statuen finden. Rebellion. Demigai. Und wir kommen jetzt hier in ein paar Dinger rein. Wahrscheinlich mit. Die Pulso hat wohl nicht genug Wumms. Was ist hiermit? Stufe 3 natürlich, Stufe 3. Und Hauptstraße Ollivander. Haben wir beim Ollivander so einen gesehen. Kommen wir da überhaupt hinter? Ne, da kommen wir nicht hinter. Beim Mr. Ollivander haben wir wohl keinen gesehen. Bloß Stufe 2, das ist doof. Das Stufe 2. Du gehörst mir, Demigeist. Wo? Wo denn? Der ist da drin, oder? Ja, komm ich nicht rein, was soll ich machen? Auch nicht rein. Auch nicht rein. Wer wollte die Seite ab? Einfach abhauen. Los, Stufe 3. Alter, wir müssen auf jeden Fall handeln. Auf jeden Fall handeln. Ich hab wieder an Demigai gehört, oder? Demigais. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Ah, kümmere ich mich gleich drum. Da drin gibt es bestimmt. Ich muss jetzt erst zum Laden. Ich muss. Rechte nochmal rechts. Eberkopf haben wir noch gar nicht. So, anscheinend dann auch ein Wirtshaus. In Hogsmeade. Alles Stufe 2 Schlösser. Was ist denn mit denen? Das ist nicht in Ordnung. Und hier mal rechts. Wird nachts offen, oder? Wäre mir schon wichtig. Kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Ja. Ja, viel hoffe ich. Denn ich möchte sehr viel loswerden. Oh, der ist tatsächlich besser. Man kann halt trotzdem schon mal so viel Platz schaffen.
Also 20 ist auch irgendwie echt wenig, weil ich glaube, dass alle, die man am Körper trägt, mitzählen zu Ausrüstungsgegenständen. Zumindest kommt es mir so vor, weil das waren jetzt keine 20. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen andere. Und aus Prinzip verkaufen wir den einen jetzt auch noch. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Mache ich sehr gerne. Rebellion. Hat der nicht auch ein Demi? Da ist doch der Demigai. Ja, Geist. Demigais. Sehen Sie sich ruhig. Ohne S. Viele ohne T. Um komm her. Demigais. Mit Geist gesprochen. Demigais. Da ist ein Schloss, aber ich fürchte. Alohomora. Da müssen wir es trotzdem noch knacken, das ist irgendwie nicht so Alohomora-like, ne? Plupp. Aber zu jedem Open-World-Spiel gehört irgendwie so ein Schlösserknacken, ne? Rebellion. Zeigt euch, und den Eberkopf müssen wir auch noch, da fliegt noch was. Nur eine Kiste. Das ist ja billig. Na gut, ist ja nur ein Stufe 1 Schloss, also verzeihen wir das mal. Oh, hallo Katze. War noch gar nicht drin. Reveille. Hier muss doch safe irgendwo so eine Schriftrolle sein. Mir erklärt, worum es hier geht. Sag mal. Toll. Sehr kleiner Laden. Und, Rebellion. Generell haben die Häuser hier sehr viele Türen für die Größe. Ah, da, okay, da blinkt's. Wusste doch, ich hab's gehört. Sirduans gefährliche Kessel. Dieser wackelige Stapel Kessel vor Sirduans Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gehen wir in den Eberkopf zurück. Da kommen wir auch nicht rein. Du gehörst mir, Revelio. Ja, der ist da oben irgendwo. Wo wir noch nicht reinkommen. Und von der Rückseite vielleicht dran. Gibt's ja einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich finde Hogsmeade auch persönlich sehr charmant. Da haben wir nochmal ein Rätsel. Aber wahrscheinlich auch hinter einem Schloss. Da ist der Eberkopf. Ah ne, das Rätsel ist sogar draußen. Und die Truhe auch. Hoppala. Und jetzt wissen wir, wie wir diese Truhen knacken. Tja, du wurdest gelootet. Achso, ich habe ja mittlerweile gar keinen Lumos mehr. Lalalala, Lumos. Lumos.
an einem Steg, wo eine Lampe ist. Holzsteg mit einer Lampe und einem Fass. Holzsteg, Lampe, Fass. Sieht doch hier richtig aus, ne? Genau hier nach dieser Ecke aus. Lumos. Ich höre sie doch sogar. Ah, da. Lumos. Sehr schön. Oh. Gut, das überlebt ihr wohl nicht, wenn man so ein bisschen rumspringt. Wenn ich wechselnde Tastenbelegungen hilft natürlich auch nicht. Dabei Muscle Memory aufzubauen. Bing. Jawohl. Uns fehlt nur noch eine Seite von Hogsmeade. Rebellion. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Wo? Irgendwo in der Umgebung, oder? Wandmontierter Eberkopf. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase. Ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Na dann. Nein, es ist nicht mehr Nacht. Können wir warten irgendwie? Wenn nicht, können wir warten. Wäre irgendwie cool, wenn wir warten könnten, bis wieder Nacht wird. So schnell warten halt. Mal kurz in die Einstellung. Drei Tiere, Zaubersprüche und Aktionen. Lego ausweichen, warten. Karte. Warten. F. Cool. Machen wir jetzt einfach mal. Ich wusste, es gibt es bestimmt. Ding. Du gehörst mir, Demige. Bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Claro. Mehr Zauber, mehr gut. Alter, ist der laut. Hinten ist noch eine Kiste. What? Und jetzt erstmal noch die Kiste hier, dann haben wir die auch. Abgegriffene Quidditch-Uniform. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Okay, mit Auge. Kriegen wir hin. Tja, leer gemacht. Ist das ein Grafikfehler oder sind da Birdiebots Boden ausgelaufen? Überhaupt ist ein Grafikfehler. Ah, da war die Seite. Ich muss hier gleich wieder vorbeikommen. Letzte. Eins von 25. Okay,
Ach, wir kriegen immer Level, wir kriegen Erfahrungspunkte, wenn wir die, wenn wir quasi ein Set voll haben und dann geht das nächste Set los. Okay. Versteckst du hier einen Demigeist? Bestimmt. Naja, machen wir noch mal das Inventar leer. Folgesetz kurz ein bisschen sammeln, damit wir mal ein paar EP bekommen. Wir gehen auch gleich ins 3-Besen, aber muss halt in der Open World spielen. Gehört es einfach dazu, ne? Da kann man leider nicht viel machen. Das heißt leider, es gehört irgendwie dazu, das zu erkunden und entdecken macht ja auch Spaß. Oh, so? So, kaufst du mir ein bisschen was ab. Sein. Donnerbräu brauche ich tatsächlich für eine Quest. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Unsichtbarkeitstränke schaden auch nicht. Lass mich gerade mal vorher weiter handeln, gucken, ob ich das habe, was ich dafür brauche. Knöterichzweig, Trollpropel. Hm. Der Donner, der hier. Erzeugt den Trinken herum einen Sturm, den der Gegner betäubt und verletzt. Frucht der Schrumpelfeige. Schrumpelfeige. Rollpopel, Knöterichzweig. Wie kann ich heute behilflich sein? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Nummer zwei Knöterichzweige sehe ich hier nicht. Dafür kannst du mir noch ein bisschen was abkaufen. Nämlich das hier. Sehr gut. Es schadet das hier. Meine Vorräte, das ist zwar eine höhere Stufe, aber ist schlechter. Deswegen verkaufen wir es direkt. Das hier auch. Und da kennen wir die Werte halt noch nicht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Revelio. Stufe 2. 3. Stufe 1. Alohomora. Ding. So, ich komme mal rein, ne? Wenn das nie jemand zu Hause ist, das freut mich. Oh. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich bestehle Sie nur. Oh. Oben ist aber nichts, oder? Scheint nicht. Da wäre gar kein Schloss dran gewesen oder ist es einfach mit abgegangen? Da ist ein Schloss dran. Da ist das 3-Besen. Wir laufen nochmal kurz einen Schlenker. Rebellion. Ah, nee, man kommt doch hier oben rein. Aber da oben machst du ein Stufe 3 Schloss hin, alles klar. Plupp. Immer 500 Money drin. Zu wissen. So. Rebellion. Ah. Wasserquelle. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle im Dorf Hogsmeade. Na dann. Demigeist, Demigeist, Demigeist. Na gut, da kommen wir nicht rein. Ja, kommen wir rein. Waren wir überhaupt schon? Hallo. Schon mal reden? Ein Laden. Ah, die Kiste, an die will ich ran. Aber hatte ich hier nicht gerade. Weiß ich doch, hä? Ich habe doch gerade hier Revelio gewirkt.
Schreiberlings Katzen. Diese Katzen halten sich in der Nähe von Schreiberlings Federladen auf. Vielleicht sind es die Federkehle, die sie anlocken. Oder die Leckereien, die die Besitzerin oft für sie übrig lässt. Na dann, so schön. So, und ein neues Level. Ich glaube, das schadet nämlich nicht. Dahinter, okay. Da dürfen wir nicht rein. Da auch nicht. Schade. Hätte auch einfach Gitter vormachen können. Ein Tierwesen. Nein! Ah. Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, hm. Es soll wohl nicht sein. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Nun gut. Zack. Also Money bringen die richtig gut. Wenn wir mehr Money brauchen. Reveille. Machen wir uns einfach auf die Suche nach denen. Hallo Homora. Sehr gut. Du gehörst mir, Demigrevelio. Wo bist du da? Sehr schön. Sie sind mir direkt schon aufgefallen. Ich wusste, dass sie auffällig sind. Hoppala. Das ist eine schöne Wohnung. Die gefällt mir. Das ist wirklich echt ein schönes Häuschen hier. Boah, das gefällt mir richtig gut. Habe ich Bock, das in Sims nachzubauen. Revelio. Akio. Hier ist massig Geld versteckt. Also ich glaube, durch Verkaufen macht man deutlich weniger Geld, als wenn man hier die Kisten alle einfach lootet. Ja, da ist noch das Säckchen. Wunderschön. Ja, die Nacht verbringen wir jetzt noch damit ein paar Demi-Guys. Oh, einfach verschlossen, okay. Das ist einfach verschlossen. Wahrscheinlich ist das für eine Story relevant. Nach Hogsmeade. Ja, auch nach Hogsmeade. Da haben wir noch Häuser. Verschlossen. Verschlossen. Im Scherzartikelladen waren wir auch noch nicht drin. Da gehen wir jetzt mal rein. Halt erstmal. Genau, das dachte ich mir, dass das draußen ist. Ach, das ist der Honigtopf. Das ist nicht der Scherzartikelladen. Das ist der Süßigkeitenladen, natürlich. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten. Von zischenden Wispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwarten, bevor sie die Ware dieses Ladens probieren. Da ist noch irgendwo eine Seite. Klauen wir einfach mal. Wir testen die Grenzen der Gesellschaft aus, was? Als ob Kleidung nie erfunden wäre. What? Warum? Können wir mal, ne? Ich hab Hunger, hab seit Tagen nichts mehr gegessen. Hallo. Oh, machen wir da mal auf. Sehr schön. Na. Ist es
Da gibt es auch einen Geheimgang rüber nach Hogwarts, ne? Gibt hier auch definitiv einen Geheimgang rüber nach Hogwarts. Ja. Zwischen den Wispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lässt. Gerüchten zufolge enthalten sie Filiwig-Stacheln. Okay, also wenn wir das essen, schweben über dem Boden. Wie geil. Sehr schön, dass sie es eingebaut haben. Sehr geil. Revelio. Da hinten gibt es noch was. Das ist süß, war ein Laden, einfach der größte Laden in ganz Hogsmeade ist. Explodierende Bonbons. Diese Süßigkeit explodiert beim Verzehr. Auch wenn sie eher keine schweren Verletzungen verursacht, sollte man sie dennoch vorsichtig kauen. Kann ich ihn nehmen? Ja, nicht, da ist ein Niffler. Dreischloss. Generell verschlossen. Kuchen. Gut, mit einer Schule in der Nähe, ne? Irgendwie nicht so verwunderlich. Nicht so verwunderlich, dass ein Süßwarenladen der größte ist. Sehr cool. Damit spuckt man Feuer, aber keine Karte dabei. Gehen wir doch jetzt mal ins Hinterzimmer. Ach, hier wohnt der Herr. Direkt neben dem Laden. Na dann. Viel mehr gibt's hier nicht. Gehen wir einfach raus. Ich glaube, die Schlösser gehen dann auch von den anderen Türen ab, die zu dem gleichen Raum führen, was ja an sich hilfreich ist, dass nicht irgendeine Tür aufgeht, wo wir eh schon waren. Da kann man nicht. Oh, da kommen wir rein. Da. Teeladendeko. Dieser Teeladen spiegelt den Geschmack der Inhaberin Mrs. Steepley wieder und ist ganz in der Farbe rosa gestaltet und mit Rüschen verziert. Eine fröhlich klimpernde Glocke läutet, wenn ein Kunde eintritt. Ja, zwei Tische für Kunden. Das Geschäft muss ja brummen. Gönn mir mal, ne? Rebellion. Wie sieht's aus, als hätte sie einen Demigeil. Demigeil ist in ihrem Schlafzimmer. Hat sie aber nicht. Verdammt. Da flattert noch eine Seite. Na? Falsches Set ausgewählt gehabt. Klar. Hallo. Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Hallo. Hier kann man die Frisur ändern. Aber ich muss ehrlich sagen, mit der Frisur eigentlich recht zufrieden. Die haben wir uns ja immerhin selbst ausgesucht. Zum Angucken kann man sich ja mal, ne? Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Die uns gerade hässlich genannt. Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen. Haben wir einen Schlafanzug an? Ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes.
Aber Gifte werden sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Welche Dienste bieten Sie an? Ja, gucken wir doch mal. Das interessiert mich nämlich auch. Was würde Sie denn interessieren? Ah, wir können es also umgestalten wieder. Wie ich sehe, ist ein Besuch bei Besenknechts fällig. Kostet ein bisschen was, aber Sie dürfen jederzeit möchte ich nicht. Also wir haben den Charakter extra so gestaltet. Können wir später vielleicht mal machen. Falls man mal einen neuen Stil oder sowas ausprobieren will, kann man das machen. Aber jetzt erstmal nicht, sonst verbringe ich da wieder eine halbe Stunde. Und dann hat es Bling gemacht. Ihm drei Besen. Und da wir jetzt 30 Minuten wirklich rumgesucht haben, ziehen wir uns noch die neuen Klamotten an, die wir gefunden haben. Dann gehen wir ins drei Besen. Die alle schlechter sind, möchte ich mal anmerken. Der kommt ja hier im Schlafanzug an, ich passe es nicht. Endlich ein neuer Hut. Wir müssen ein paar Hüte noch untersuchen. Eigentlich Zaubersterbgriff neu gekriegt. Gar nicht so, ne? Naja. Also erstmal, wir gehen hier bitte nicht im Nachtgewand für Naturliebhaber durch die Gegend. Zieh dir bitte was Vernünftiges an. Okay, da gibt es auf jeden Fall neue. Das sieht gut aus, wenn man das dann ohne... Ja, okay, du hast trotzdem einen Schlafanzug an. Ich dachte schon, weil du kannst ja nicht... nackt rumlaufen. Wirklich wegen dem Outfit auch angesprochen, ne? Weil da gab es ja so einen Kommentar, so, oh, Nachthemd, öde. Das wäre cool, wenn das wirklich deswegen gewesen wäre. Halt. F. Ich möchte gerne keinen Hut, meine Frisur muss man natürlich sehen, keine Brille. Handschuhe, wenn dann, nehmen wir die schwarzen Lederhandschuhe. Obwohl die hier auch ganz geil aussehen, teilweise, ne? Duellierhandschuhe. Bald machen wir die Duellierhandschuhe an. Und Umhang mache ich mal kurz weg, um zu gucken, wie die Weste hier... Boah! Laufen wir jetzt mal so rum. Aber dann passen die Handschuhe nicht mehr. Wieder schwarze Lederhandschuhe. Und so ein bisschen wie so ein Auftragskiller. Aber Stil haben wir. Also braucht man halt keinen Umhang mehr, ne? So kann man auch richtig gut... Oh, ja, schick. Nee, der ist ein bisschen schmächtig irgendwie für den Kopf, finde ich. Der könnte ein bisschen breiter sein. Aber... Ah gut, in den Scherzartikelladen müssen wir noch rein. Ich mache ein bisschen Überlänge. Damit sich hier keiner beschweren kann, dass die ganze Folge nichts passiert ist. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Ja, was wird denn hier verkauft? Da. Bam. Froschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich deine Kaulquappen ihren Weg aus dem Schaum. Ihhh. Illuit Tonic, okay. Plop. So Details sind halt einfach cool, ne? Oh. Aber leider nicht platzen lassen. Kann ich oben das Geklingel? Ein Niffler. Ein Niffler. Hallo. Da hinten ist es okay. Aber zum Looten gar nichts irgendwo. Wir looten gar nichts. Stinkbombe. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, den sie überzeugt,
denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jeden im näheren Umkreis fluchtartig vertreibt. Ich zock zu viel gerade. Aber ich möchte mit dem Spiel halt auch gerne weiterkommen. Bin ein bisschen durch. Aber das ist okay. Ist gut so. Irgendwo bimmelt sie auch immer noch. Hör mal. Oder von links. Von hier. Aha. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird wohl sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Okay, also die minderjährigen Schüler trinken hier schön Butterbier. Ah, verdammt. Lumos. Eine Mauer. Eine Mauerecke. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hallo, Truhe. Entschuldigung. Ich muss den Weg zurück merken, das ist ja gemein. So. Das lag gerade so auf dem Weg, das musste ich machen, Entschuldigung. Zack. Ling. Schon wieder 16 von 25, what? Okay, jetzt gehen wir aber wirklich ins Dreibesen. Rebellion. So. Wir sind im Dreibesen, das heißt nicht, dass wir mit der Quest anfangen müssen. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo. Sag mal. Und oben. Njum. Revelio. Sag mal. Was für eine nutzlose Ecke hier. Pling kommt näher. Noch so eine nutzlose Ecke. Ja, haben wir das schon geholt letztes Mal? Anscheinend. Obwohl ich mich gar nicht erinnern kann, dass wir hier oben waren. Revelio. Hä? Ich höre es die ganze Zeit mega laut klingen, aber ich sehe nichts. Hä? Leute. Macht das doch nicht, es geht noch höher. Hallo, Mora. Zack, Multitasking, beide gleichzeitig gemacht. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Verdammt. Revelio. Privatzimmer in den drei Besen. Das Privatzimmer im Wirtshaus drei Besen ist ein vom Hauptraum des Lokals abgetrennter Bereich. Hogwarts-Professoren wissen es zu schätzen, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch die Schüler es zu schätzen wissen, dass die Lehrer ihren eigenen Raum haben. Ja, warum nicht, ne? Sehr schöne große Truhe. Und den Demigeist holen wir uns jetzt auch, wenn wir da sind. Dann müssen wir halt warten. Warten halt bis Nacht. So. Du gehörst mir, Demigeist. Ja, du gehörst mir. Im Lehrerzimmer haben wir einfach so lange gewartet. Und es blinkt auch nicht mehr. Das ist sehr schön. Und jetzt können wir ruhigen Gewissens mit der Quest starten. Ich mag das Outfit tatsächlich. Nike sieht aus, der junge Mann.
Three Broomsticks. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Ja. Das hat Eindruck hinterlassen. Und ich habe versprochen, dass es ein bisschen Überlänge gibt, deswegen das Gespräch hören wir uns zumindest noch an. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Da waren wir, ja. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Machen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Das machen wir immer. Meine sollen besser auf sich aufpassen. So, dann gehen wir noch schnell in den Eberkopf. Der ist hier um die Ecke. Gut, hier waren wir schon. Die Straße kennen wir schon. Hallo, schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Ich wollte schon zu. Tschüss, Amit. Das sind halt echt so richtig, richtig kleine Gaststätten, ne? Mit dem. Zwei Tische gibt's. Zwei. Das war's. Sie kommen mir bekannt. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Ja. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Ranrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen.
Ich darauf, dass sie nicht mit dem Relikt verschwinden und sie, dass ich ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen sie zusammen, was sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Das machen wir. Aber warum geht er eigentlich hier in den Laden? Es tropft von der Decke. Warum geht er in den Laden, wenn er der beste Freund von Sirona ist? Und Sirona auch ein Wirtshaus hat. Verstehe nicht so ganz. So, aber was im Grab der Hexe passiert und ob wir es überhaupt unbeschadet dahin schaffen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao.